Hallo liebe Freunde, willkommen bei der Modbox. Ich bin der Steffen und darf euch heute vorstellen das Electrical Door von DLSTL Björn aus dem Team BGE Modding. Ist glaube ich ein relativ junger oder frischer Modder, der ins BGE Team dazugestoßen ist und darf jetzt hier gleich seinen ersten Mod gleich mal vorab als Preview zeigen. Hierbei handelt es sich natürlich um ein elektrisches Tor und ein paar Zaunelemente, schauen wir uns gleich nochmal an. Die Modgröße ist aktuell 1,15 MB groß, also gering. Wir befinden uns in der Version 1.0.0.0 und der Download-Link kommt für euch natürlich später, weil aktuell ist der noch nicht freigegeben. Sobald wir den Download-Link haben, fügen wir ihn in unsere Webseite auf der Modbox natürlich hinzu, damit ihr auch das Teil auch nutzen könnt, genau. Ja, ansonsten schauen wir gleich mal in den Shop. Ihr geht in platzierbare Objekte, diverses und dann geht's los. Hier ist das dieses elektrische Tor für 1000 Euro, einen Pfosten für 50 Euro, dann gibt es ein 6 Meter Zaunelement für 250 Euro, ein 1 Meter Zaunelement für 250 Euro und ein Eingangstürchen für 250 Euro. Gut, Preis ist natürlich relativ gering, ist nur ein bisschen komisch, dass 6 Meter so viel kosten wie 1 Meter, aber sei es drum, kann man ja eventuell noch anpassen. Ich habe euch hier jetzt auch schon ein bisschen was hergestellt. Das ist einmal so ein bisschen willkürlich platziert, aber es ist vorhanden. So, dann öffnen wir mal unser Eingangstor. Achtung, der Sound ist ein bisschen leise, ich bin mal ruhig. Also könnte nach meinem Geschmack etwas lauter sein, dass es ein bisschen mehr rumst, wenn das Tor auf und zu geht. Ihr habt gesehen, diese Rundumleuchte geht auf jeden Fall, sobald das Tor aktiviert wird, los mit Leuchten und reflektiert auch schön am Boden. Alles gut. Soweit, so gut. Es fährt auch schön von der Animation sauber durch. Kann man nichts sagen. Wie gesagt, der Sound könnte ruhig noch ein Ticken lauter sein. Ansonsten haben wir hier eine relativ... Was soll ich denn sagen? Das ist eine komische Farbe. Es ist so ein bisschen taub, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine schöne Textur. Hier habt ihr doch dieses Drahtgeflecht in Silber. Die Pfosten sind auch Ton in Ton, das passt. Unten sogar eine Platte, wo sie festgeschraubt sind mit 4 Schräubchen. Dann haben wir hier unser Eingangstürchen. Das ist auch mit Türgriff und so weiter. Geht auch ziemlich Gemach auf, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, gehen wir mal durch. Ohne Probleme. Und von innen auch schließbar. Ich zeige es euch mal im F1-Menü. Linke Maustaste, Tor öffnen, Tor schließen. Und bei dem Tor natürlich genau dasselbe. Tür schließen, Tür öffnen und so weiter. Könnt auch zwischendrin mal anhalten und zurückfahren. Ja, die Sandburg gehört jetzt natürlich nicht zum Mod-Umfang. Aber so ein kleines Highlight muss ich halt hier auch mit reinbringen. So, naja gut. Ich zeige euch mal, wie man das Ganze so einigermaßen besser platziert, als ich das jetzt hier gemacht habe. Wir fangen mal an mit einem Pfosten, würde ich sagen. So, nehmen wir hier mitten rein einen Pfosten. Dazu setzen wir uns ein 6 Meter Zaunelement. Das dreht ihr euch mit den Pfeiltasten. Ich lasse extra das F1-Menü an. Das dreht euch ein bisschen mit den Pfeiltasten. Dann ist mein kleiner Tipp, weil ich es jetzt am Schluss zugemacht habe, was ziemlich gut funktioniert. Ihr geht mit den grünen Seiten des Zauns so ein bisschen in den Pfosten rein und dann zieht er noch 1-2 hoch und dann drückt er auf linke Maustaste zum Platzieren und dann schauen wir uns das gleich mal an, ob das einigermaßen geklappt hat. Dasselbe mit dem Pfosten, fahrt ein bisschen ran mit der Kamera, dann schaut ihr mal, dass ihr mit dem grünen Pfosten so ein bisschen minimal im Tor drin seid und dann linke Maustaste platzieren. Das ist der ganze Spaß. So, schauen wir mal, wie ich das hingekriegt habe. Ja, man kann auf jeden Fall schon mal nicht durchgucken, das passt. Ja, das ist, ja, es ist okay. Also für platzierbar kann man lassen auf jeden Fall. Genau, jetzt schauen wir uns noch an, ob wir mit dem Traktor auch schön durch das Eingangstor durchfahren können. Also hört ihr den Unterschied? Also mein Traktor ist extrem laut, obwohl die Einstellungen gleich sind. Das Tor ist ein bisschen leise, ist ein bisschen schade. Aber das kann man ja gegebenenfalls eventuell noch fixen. Also der Traktor fährt ohne Probleme durch dieses Tor. Ja, was soll ich noch großartig sagen?
Es ist für den ersten Mod, wie ich das mitbekommen habe, finde ich eine super Leistung. Allein hier diese ganzen Drahtgeflechte hier, dieses Zaunelement, finde ich echt cool. Hat er gut gemacht, meiner Meinung nach. Einziges kleine Manko ist noch, ich habe es auf dem Dedicated Server extra installiert, um zu gucken, was es ist. Es bringt mir hier, ich weiß nicht, ob es map-technisch ist, irgendeine Warnung mit Physics, Static Acti, Movie Trigger. Und das Tor hat einen 3-Stereo-Sound drin. Das mag der LS19 irgendwie nicht. Das müsste im Mono aufgenommen werden. Aber vielleicht wird es auch noch bis es zum Download kommt, noch gefixt. Ich gebe die zwei Sachen auf jeden Fall nochmal weiter. Ansonsten, wie gesagt, um ein bisschen einen Hof einzuzäunen oder hier eine Sandburg als Beispiel, ist es bestens geeignet. Für Leute, die jetzt natürlich mit Giants Editor weniger zu tun haben, sondern einfach nur im normalen Spielbetrieb einfach mal was platzieren wollen. Super Sache. Ich sage nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch, dass wir exklusive Partner von BGE Modding sein dürfen. Wir freuen uns auf weitere Mods. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Link zum Modbox, zu unserer Webseite, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da wird dann auch der Download-Link verfügbar sein, sobald wir den auch bekommen und die Freigabe haben, dass ihr den auch downloaden könnt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Schön, dass ihr es zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen ist ein Träumchen und ein Kommentar sind wir natürlich auch immer erfreut, wenn wir da was lesen können. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss, Servus, euer Steffen.